Guten Morgen zusammen. So, es ist Zeit für ein neues USA-Webinar. Mein Name ist Christian Meuter vom Visit USA Committee und wir kümmern uns heute um das Thema Kansas und Oklahoma, also das Heartland der USA mittendrin. Wir haben wie immer einen Experten dabei, der uns erklären wird, dass es deutlich mehr als nur weite Steppe und Grasland und Prärie in Kansas und Oklahoma gibt, sondern dass es durchaus Sinn macht, sich dieses Fleckchen der USA mal näher anzugucken. Das ist der Klaus Burg. Guten Morgen, Klaus. Howdy, Christian. Howdy. Wie immer, ihr könnt uns natürlich gerne alle Fragen über den Chat stellen, wann immer irgendwas Technisches nicht funktioniert, auch über den Chat melden, aber vor allem natürlich auch, wenn ihr Fragen zur Präsentation vom Klaus habt und ich stelle dann die Fragen gerne an den Klaus. So, das war eigentlich schon meine kurze Einleitung. Klaus, das Webinar gehört dir. Erzähl uns mal, was es in Kansas und Oklahoma alles so zu tun und zu sehen gibt. Okay, werde ich machen. Ich werde mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Burg. Ich betreue diesen Account Kansas und Oklahoma jetzt im 13. Jahr. Und wie ich dazu kam, ich habe ziemlich lange an der Westküste der USA gelebt und habe dort für namhafte Reiseveranstalter Flydrive-Touren ausgearbeitet. Und für mich war allerdings die USA zu Ende an den Rockies. Ja, wenn ich mal so ein kleines Zeichen auf der Karte zeigen darf. Für meine USA ging praktisch hier durch. Und alles, was davon auf der westlichen Seite war, war meine USA. Die Zeit war um 1990 und damals gab es noch kein Handy. Wir hatten keine Navigation. Wir mussten eine Karte nehmen und haben uns dann praktisch hier durch den ganzen Westen aufgearbeitet. Meine Kollegen, die im Osten gearbeitet haben, für die war so ganz grob der Mississippi die Trennlinie. So, für die geografische Mitte hat sich eigentlich keiner von uns interessiert. Wir sind quasi mit dem Auto losgefahren und haben die Sachen ausgearbeitet, zu Papier gebracht und haben dann Flydrive-Touren ausgearbeitet. Vor ungefähr 14 Jahren wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, die nicht so bekannte Mitte, also sprich Kansas, Oklahoma, ein bisschen bekannter zu machen. Und da habe ich gesagt, was gibt es da zu sehen? Was kann man da machen? Welcher Kunde kommt hierher? Die meisten, wie wir wissen, fangen an, entweder hier unten mit Florida, gehen nach New York, in diese Region Washington oder machen die Westküste mit Kalifornien, Nevada und Utah. Aber kaum jemand kommt hier in die Mitte. Das hat es für mich sehr reizvoll gemacht, einfach mal ein anderes Stück der USA zu erkunden. Und muss sagen, ich bin auf viele, viele interessante Sachen gestoßen, die nicht ganz so bekannt sind, wie zum Beispiel die Golden Gate oder die längste Sackgasse der Welt, die Florida Keys. Das hat mich dazu inspiriert, in die Mitte zu reisen. Ich war inzwischen über 20 Mal in Kansas und Oklahoma und habe dort einen Teil der USA gefunden, der auch vieles zu bieten hat. Allerdings muss man das ein bisschen anders angehen, wenn man sich für diese Region vorbereitet. So, wir sprechen den Reisenden an, der vielleicht das vierte oder fünfte Mal in die USA reist und vielleicht mal die Geschichte aufarbeiten möchte. Unser Hauptthema ist natürlich Cowboys, Indianer und der Exportschlager schlechthin, die Route 66. Da komme ich aber noch später dazu. Bevor wir jetzt anfangen mit schönen Bildern, mit verschiedenen Interessengruppen und so weiter zu erzählen, vielleicht noch so ein paar Sachen, die grundsätzlich sind. Die USA hat 50 verschiedene Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat hat etwas zu bieten. Vom allerersten, von Delaware bis hin nach Hawaii, gibt es, wie gesagt, alles zu erkunden. Und es gibt 50 unterschiedliche Gouverneure, 50 unterschiedliche Meinungen in den Staaten, aber es hat landschaftlich unheimlich viel zu bieten. Wir haben riesige Shopping Malls, wir haben Hotels, wir haben Motels, wir haben Campgrounds. Bei uns kann man mit dem Wohnmobil fahren, man kann mit dem Auto fahren, man kann natürlich auch mit Motorrad die Route 66 fahren. Ich möchte aber so ein paar Besonderheiten herausstellen, die diese beiden Bundesstaaten zu bieten haben. Wir haben keine Nationalparks, aber wir haben unendlich viele Stateparks. Und in diesen Stateparks kann man wunderbar campen, Wohnmobile kann man mieten. Und ich habe hier mal eine Karte mitgebracht, wo das vielleicht ein bisschen besser zu erkennen ist. Wir haben, wie gesagt, die Anflughäfen wären Chicago, New York, Atlanta
oder idealerweise Dallas-Fort Worth oder hier die Bundesstaaten Colorado mit dem wunderbaren Flughafen in Denver. Die verschiedenen Routen, die ihr auf dieser Karte seht, sind rechts erklärt. Das heißt, die grüne ist die bekannteste Linie, das ist Route 66. Dann hatten wir vor 2 Jahren den Santa Fe Trail, der Geburtstag hatte, aber den größten Geburtstag hatte der Chisholm Trail. Der Chisholm Trail ging quasi von hier unten, von Norden von Texas hoch bis nach Abilene. Das waren 1000 Meilen, da hat man die Rinder hingetrieben, da ist der Urbegriff Cowboy entstanden. Und von hier hat man schon 1880 die Bahnlinie gehabt, die dann hier oben an die großen Seen gekommen sind. Das heißt, die Amtrak hat 500 verschiedene Bahnstationen und eine davon war, wie gesagt, in Abilene in Kansas. Da ist der Urbegriff Cowboy entstanden und das ist jetzt fast 152 Jahre her. Und die weitere Strecke ist praktisch der Oregon Trail, der hier oben nach Norden sich zieht, praktisch die grüne Linie. Und dann haben wir die gelbe Linie noch, den sogenannten, die blaue Linie, den Pony Express, die erste sozusagen Überstellung von Briefen, also die erste Post, die durch die USA getragen wurde. Der hat ja nicht lange existiert, der war vielleicht 8 Wochen und dann wurde das Ganze auf der Schiene transportiert. So, es gibt, wie gesagt, jede Menge State Parks und verschiedene historische Pfade, die man aufarbeiten kann. Es gibt natürlich auch, das haben wir hier in der nächsten Karte mal, einen Größenvergleich. Na, die USA mit 50 Bundesstaaten und hier mal die deutsche Karte im Vergleich zu oben Kansas und darunter dann Oklahoma. Wenn ich die Schweiz jetzt hier noch mit einbauen würde, würden wir ungefähr so groß sein mit den beiden Bundesstaaten wie Deutschland und praktisch die Schweiz zusammen. So, nochmal zurück auf die Route 66. An den großen Seen ist man auf die Idee gekommen, Mitte der 20er Jahre so viel wie möglich Menschen in Richtung Westen zu bekommen. Man wollte dem Lincoln Highway, der in Boston gestartet ist und an die Westküste ging, so ein bisschen nacheifern. 1926 war es dann soweit, nach den Ideen von jemandem aus Tulsa, diese Straße zu bauen. Ihr müsst euch vorstellen, dass vor 1920 die meisten Leute hier oben an den großen Seen gelebt haben. Man kann sich die Größe teilweise gar nicht so richtig vorstellen von diesen Seen. Es gibt ja 5 große Seen. Man kann sich die ganz leicht merken, wenn man sich das englische Wort Holmes merkt, ne? Also den Huronensee, Ontariosee, Michigansee, Eriesee und zum Schluss der Obere- oder Superiorsee. Und dort haben zu der Zeit die meisten Menschen gelebt und man hat versucht, so viel wie möglich Menschen auf einer Straße in Richtung Westen nach Santa Monica, nach Kalifornien zu bekommen. Und was ich erlebt habe in den letzten Jahren, ist praktisch, dass die Leute zurückkommen und die Region in Kansas, in New Mexico, in Oklahoma zu erkunden, was hier eigentlich so eine Art Aufbruch oder auch Pionierstimmung erfolgt hat. Ich habe nirgends in den USA und ich kenne etliche Bundesstaaten sehr intensiv so viel Wachstum gesehen, wie gerade in Tulsa, in Wichita und auch in Oklahoma City. Und dazu habe ich euch jetzt ein paar Bilder mitgebracht. So, den Größenvergleich hatten wir und jetzt mal in den Staat rein. Die Hauptstadt von Kansas ist Topeka, die ist hier, das ist aber nicht die größte Stadt. Die größte Stadt ist Wichita. Und die bekannteste Stadt wahrscheinlich bei einigen ist Dodge City. Das ist eine Westernstadt, in der praktisch etliche Fernsehserien gedreht wurden, unter anderem natürlich Rauchende Colts. Und diese Stadt ist irrtümlicherweise sehr bekannt gewesen im Februar, als der Super Bowl ausgespielt wurde. Wurde das aber wie wir wissen, in Florida ausgespielt. Aber die Stadt Kansas City liegt hier auf dieser Seite und zwar in Missouri. So, nicht alle wussten das, aber jetzt muss der Christian lachen, er weiß genau, worauf ich drauf anspiele. Aber wie gesagt, Kansas City, Super Bowl, die Chiefs sind hier zu Hause im Norden von Kansas City, Kansas. Also wir haben zwei Kansas City, ein Kansas City in Kansas, das war es nicht, aber das Kansas City in Missouri, da spielen die Chiefs ihren Football.
So, in Kansas selber haben wir einmal natürlich den Highway Nummer 70. Das ist die gerade Linie, die wunderbar in Richtung Colorado geht. Oder man kann verschiedene Routen, wir haben verschiedene Routen hinterlegt auf unserer Webseite. Man kann verschiedene Routen machen, indem man natürlich das Hinterland, die sogenannten Scenic Byways, sich anschaut. Wir haben unheimlich viel Informationsmaterial, was wir den Gästen gerne mitgeben, was ihr auch alle anfordern könnt. Das ist einmal die sogenannten Scenic Byways of Kansas und natürlich die Scenic Byways of Oklahoma. Das kann man anfordern bei uns. Wir schicken euch das dann kostenlos zu und ihr könnt das dann euren Kunden mitgeben. Das Ganze ist dann noch angereichert bei ein paar schönen Landkarten, die dann praktisch diesen Staat hier beschreiben und wo man praktisch auch die Straßen eingezeichnet sind. Interessantes Phänomen, diese Staaten, wie die so ausgezackt sind oder so geradlinig sind. How the States was created oder wie die kreiert wurden. Sehr interessantes Buch, gibt es leider nur in Englisch, aber ist mal interessant, sich das zu besorgen. Hier auf der linken Seite, hier ist ein neuer State Park entstanden, das Little Jerusalem. Ist bei uns überhaupt nicht bekannt. Wir haben hier oben den Mount Sunflower, die höchste Erscheinung mit etwas über 1500 Metern und ist ein sehr hügeliger Bundesstaat. Viele vergleichen es wie Schleswig-Holstein. Wie gesagt, die Dodge City hat die neueste Attraktion am Boot Hill. Das ist praktisch die Distillery. Die gibt es erst seit 4 Jahren. Den Ort Lucas, der liegt hier oben, den würde ich mir mal anklicken. Der ist ziemlich bizarr. Viele, viele Künstler, die dort leben. Wir haben dort quasi Ausstellungen, die später in Galerien in New York, in Chicago oder gar in San Francisco ausgestellt werden. Und hier wird vieles davon produziert. Dann haben wir hier Abilene. Abilene hat eines der 8 Präsidentschaftsbibliotheken in den USA, natürlich nach Eisenhower benannt. Dann haben wir große Universitäten hier oben einmal in Manhattan und hier unten in Lawrence und Overland Park. Und wir haben, wie gesagt, einen ganz kleinen Teil von der Route 66, 20 Kilometer hier unten an der ganz äußersten Spitze. Aber wir gehören zum Teil der legendären Route 66. So, das sind so, sagen wir mal, die Highlights, die ich euch so mitgeben kann. Das kann man natürlich vertiefen. Wir haben auf unseren Webseiten dann auch noch verschiedene Filme hinterlegt. Und wir haben ein Untergrund-Steinsalzlager. Das ist für viele erstmal nichts Besonderes, aber hier geht es 650 Fuß nach unten. Und wenn ihr also die Hollywood-Requisiten von der Terminator oder Men in Black sehen wollt, die sind alle ausgestellt mitten im Herzen von Kansas in der Nähe von Hutchinson. Und das ist, wie gesagt, ein Steinsalzlager unterhalb von Hutchinson. In der Nähe ist dann das Luft- und Raumfahrtmuseum. Nicht ganz so groß wie das in Florida, aber es hat es auch in sich. Und natürlich Dodge City, nicht weit weg. Das Cowboy-Städtchen der Cowboy-Städte. Wenn die Wahl getroffen wird in den USA, welche Stadt ist die Cowboy-Stadt, spielt Dodge City immer ziemlich weit vorne mit. Und zur Info? Genau zu Dodge City haben wir auch schon die erste Frage gekriegt. Erstmal, wie würdest du am besten nach Dodge City hinkommen? Also, wie ist die einfachste Anreise dahin? Über welchen Flughafen? Aus welcher Region? Und wie lange würdest du einen Aufenthalt dort planen? Was empfiehlst du aus deinem persönlichen Geschmack heraus? Also die schnellste Verbindung wäre, einen Flug nach Denver zu nehmen und dann praktisch von Denver in Richtung Osten nach Dodge City fahren. Man könnte natürlich auch nach Dodge City fliegen. Und Dodge City kann man einen Aufenthalt von 2 Tagen einplanen. Und gleichzeitig könnte man das mit Little Jerusalem verbinden. Das ist dieser neue State Park, ungefähr 3 Stunden westlich von Dodge City. So, das könnte man mit Denver, Little Jerusalem und dann Dodge City verbinden. Ah, wenn wir jetzt schon bei den State Parks sind, können wir die Brücke zur nächsten Frage stellen. Wie ist es denn bei den State Parks mit Übernachtung? Muss man da auf Campingplätze gehen? Darf man da auch außerhalb der offiziellen Campingplätze übernachten? Wie ist das da geregelt bei den State Parks bei euch? Also grundsätzlich darf man in Nationalparks und in State Parks nicht frei campen, sondern man muss auf Campgrounds gehen.
Außerhalb der Nationalparks ist es unterschiedlich. Es gibt manche Gegenden, denen macht das nichts aus, aber es gibt manche, die sagen, bitte keine Wohnmobile über Nacht, sondern bitte auf den Campingplatz gehen. In Stateparks generell muss man auf die vorgeschriebenen Campgrounds gehen. Die sind bezahlbar, die kosten zwischen 10 und 15 Euro pro Nacht. Aus deiner Erfahrung raus, Richtung Sommer, also Hauptsaison, muss man viel vorreservieren bei euch oder findet man immer noch ein Plätzchen? Ist es voll auf den Plätzen? Wie schätzt du das ein? Also wenn man mit dem Wohnmobil fährt, braucht man definitiv nicht vorzubuchen, denn Freiheit auf vier Rädern würde das Ganze ja widersprechen und da braucht man nichts vorzubuchen. Wo es notwendig wäre, ist, wenn man eine sogenannte Flydrive-Tour macht, also eine Tour, wo ich ein Auto buche und dann verschiedene Hotels mir raussuche und dann durch das Reisebüro oder den Veranstalter vorbuchen lasse. Das würde ich empfehlen. Der Grund ist ganz einfach, wir haben eine kurze Reisesaison, die geht im April los und endet dann schon wieder im Oktober. Und da würde ich auf jeden Fall mich mit dem Reisebüro in Verbindung setzen und die Hotels vorbuchen. Super, also Camping, kein Problem, gibt es genug Platz. Mit Hotel und Motel sollte man im Voraus planen. Alles klar. Absolut. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Hauptreisezeit sind, dann nehmen wir die nächste Frage direkt noch mit. Passt alles sehr gut zusammen. Wie es mit den Tornados aussieht, kam die Frage. Wann, in welchen Zeiten treten die vermehrt auf? Wann ist man da am, in Anführungszeichen, sichersten? Wie ist da die Zeit der Tornados? Also die Tornado Alley, also die Schneise geht praktisch durch beide Bundesstaaten durch. Meistens ist es im August so, dass es zur heißesten Jahreszeit dann auch die Tornados hat. Ne? Also da gibt es jetzt keinen Tag, wo ich sagen kann, das ist der 10. August oder der 15. August, aber generell der August ist schon mit ein bisschen Beobachtung versehen. Okay, alles klar. Gut, dann fahren wir, wie gesagt, mal kurz durch Dodge City durch. Dodge City steht, wie gesagt, für die Longhorns. 14% des US-Bedarfs an Beef wird produziert in Dodge City. Und natürlich Boot Hill wurde jetzt gerade restauriert, also die kleine Westernstadt mit seiner neuen Attraktion, die Distillery, die Whiskey Distillery. Und natürlich am Abend sind in diesen Häusern Saloons geöffnet, Vorführungen und, und. Und das Größte, was man machen kann, ist allerdings an einem Barbecue teilzunehmen. Wir sind Weltmeister im Barbecue. Amerikaner ist natürlich gleich immer der Weltmeister für alles. Aber das Bekannteste, das würde ich mal anklicken, ist The American Royale. Das findet jedes Jahr in Kansas statt, im September. Und da ist natürlich alles geeignet für Fleischesser. Wer also einen veganen Burger vermutet, der ist dort auf der falschen Seite. Wir haben aber auch für die Veganer unter euch eine wunderbare Barbecue-Soße, die wir bei Veranstaltungen, Christian, du kennst es, bei Bowling-Events und so weiter mit Visit USA, den Expedienten mitgeben. Wer ein Interesse hat an dem Rezept, meine E-Mail-Adresse ist am Anfang der Präsentation. Schickt mir eine E-Mail, ich schicke euch das Rezept. Ihr werdet immer gern gesehene Gäste auf den Grillfesten sein, Ja, wenn es soweit ist. definitiv eine großartige Barbecue-Soße, auf jeden Fall. Vom Essen gehen wir jetzt mal weg zum Landschaftlichen. Das ist praktisch die Landschaft der Flint Hills. Wie ich schon anfangs sagte, eine hügelige Landschaft, aber keine hohen Berge zu erwarten. Das Interessante in den Flint Hills ist, einmal im Jahr findet hier die sogenannte Symphonie in den Flint Hills statt. Das ist eine Musikveranstaltung mit über 5000 Besuchern. Mitten in diesen Flint Hills wird dann praktisch eine Bühne aufgebaut, so ähnlich wie das die Waldbühne von Berlin ist. Hier habe ich mal das Datum vom letzten Jahr noch drin stehen, in der Fußleiste. Das findet immer so Mitte Juni statt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da habt ihr praktisch hier hinten so ungefähr 100 Longhorn-Rinder, die werden dann einmal an der Bühne vorbeigetrieben. Und dann ist das der Auftakt für das Symphoniekonzert. Das ist natürlich begleitet mit Workshop, mit Erklärungen, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Das ist ein Event, was sich jetzt schon weltweit rumgesprochen hat. Einmal im Jahr, Mitte Juli und immer in den Flint Hills von Kansas
und nicht Oklahoma. Authentische Cowboys. Wir machen ja unheimlich viele Präsentationen auf Messen. Das heißt, da habe ich dann immer, wie eingangs schon gezeigt, einen Cowboy-Hut auf, eine Wrangler-Jeans an, Cowboy-Stiefel. Bei uns macht man das in den Staaten nicht, um eine Touristenattraktion zu sein, sondern eher, man geht zur Arbeit und es ist noch sehr, sehr authentisch, wenn man einen Cowboy, wie gesagt, beim Bäcker trifft oder wo auch immer. Oklahoma steht dann mehr für den Teil der Indianer. Es leben ja 39 der 500 anerkannten Indianerstämme im Bundesstaat Oklahoma. So. Darf ich einmal kurz mal dazwischen grätschen? Zum Konzert kam noch eine Frage. Ist das irgendwie eine historische Geschichte mit viel Tradition oder ist das was relativ Neues, was man sich überlegt hat, dass das noch eine schöne Ergänzung wäre? Das Zweite ist es also etwas Neues, was es jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten gibt. Und das ist, wie gesagt, etwas, was keine alte Tradition hat. Das ist erst gekommen in den letzten 2 Jahrzehnten. Aber sehr bekannt in den USA. Ticketpreise laufen um die $100. Muss man sich sehr zeitig für drum kümmern. Also Leute warten wirklich drauf, wenn das freigegeben wird, online zu stellen. Sollte da Interesse von irgendjemandem sein, wir haben auf jeden Fall Zugriff auf Tickets, wenn es darum geht, da mal hinzufahren. Okay, alles klar. Ja, dann geht es weiter, wie gesagt, mit den authentischen Cowboys in Richtung State Park. So könnten unsere State Parks aussehen, das heißt sehr saftiges Grün. Wir haben nicht so viele Steinwüsten, wie das zum Beispiel der Westen der USA hat, was sehr schön ist, aber das findet man bei uns nicht. Bei uns ist es grün, farbenfroh, wir haben 4 Jahreszeiten und wir haben, wie gesagt, unheimlich viele Möglichkeiten, auch hier Aktivitäten in den State Parks zu nutzen, ob man jetzt angeln gehen möchte, ob man, wie gesagt, nur wandern möchte, spazieren gehen möchte und, ist alles ausgeschildert. Allerdings muss man sagen, wenn man wie hier einen sogenannten City Slicker spielen möchte, also jemanden, der aus der Großstadt Cowboy spielen möchte, da muss man sich schon ein bisschen einlesen, vielleicht auch mal das eine oder andere recherchieren. Bei uns gibt es noch die Möglichkeit, einen Viehtrieb dran teilzunehmen. Und da haben wir, wie gesagt, Möglichkeiten, einen City Slicker zu spielen. Da kommt man dann ziemlich nah an die Cowboys ran. Und haben wir jetzt ein technisches Problem, Herr Meuter? Nee, alles gut. Alles gut. Nein. Alles klar, das hat nur eben geklingelt, das hat mich ein bisschen irritiert. Wenn wir dann den City Slicker gespielt haben, kommen wir dann in die Städte rein. Und die sind natürlich am tagsüber genauso interessant wie am Abend. Dann wird natürlich für die Gäste einiges am Fluss zelebriert. Interessant ist der Name. Ihr lest hier unten Arkansas River. Wenn ihr in Kansas seid, heißt dieser Fluss Arkansas River. Das ist eine politische Sache, die man wissen sollte. Und da haben wir, wie gesagt, jeden Abend ein kleines Feuerwerk. Hier auf den Straßen von Kansas ist natürlich Rush Hour im Moment. Ihr seht mehr als 5 Autos. Dann ist natürlich morgens oder abends immer ausweichen und aufpassen gefordert. Ne? Das sind so die Straßen in Kansas. Die Sonnenblume ist unser Wahrzeichen. Deswegen heißen wir auch der Sunflower State. Und uns gibt es in der Gemeinschaft, in der Union seit 1861. Das sind die Monument Rocks oder auch Castle Rock genannt, von dem ich eingangs sprach. Die heißen jetzt Little Jerusalem, ist wie gesagt eine State Park Anlage als Geschenk an den Staat Kansas von einer Privatperson Anfang letzten Jahres umgemünzt vom Privat in einen State Park. Und die sind genau hier auf der westlichen Seite angrenzend an Colorado. Vorhin kam die Frage nach Dodge City. Dodge City liegt, wie gesagt, hier ungefähr 3 Stunden von der Grenze. Also von Dodge City bis hier oben fährt man ungefähr 3 Stunden. Und dann geht es noch mal ein Stückchen weiter. Dann kommt Denver hier als Flughafen etwas weiter nach Colorado. Ja, das ist der Staat Kansas in einer kurzen Version. Jetzt gehen wir über nach Oklahoma. Und Oklahoma ist praktisch ein Bundesstaat, der eine ganz eigenartige Form hat. Wenn man den umdreht, könnte man denken, man wäre in Namibia. Darf ich einmal kurz stören?
Das Video zu Kansas, wollten wir das nicht als Abschluss jetzt noch kurz den Leuten nochmal zeigen? Das bringen wir jetzt, das bringen wir jetzt rein. Ja, okay, sorry, wenn ich da jetzt zwischengegrätscht habe. Also wir gucken uns einmal nochmal Kansas im Video an in einer kurzen Zusammenfassung. Ja, das war ja schon mal ein schöner Abschluss von diesem Bundesstaat Kansas. Jetzt gehen wir, wie gesagt, nach Oklahoma. Wie ihr gesehen habt, es ist alles dort, was man sich vorstellen kann, was ich gesagt habe, und noch vieles mehr. Aber am besten ist, wenn man hinfährt und vor Ort sich das mal ansieht. Jetzt kommen wir nach Oklahoma. Oklahomas Hauptstadt ist gleich hier in der Mitte. Das ist auch praktisch das Zentrum von Route 66. Na, der längste Teil, den man heute noch fahren kann auf Route 66, der geht von Tulsa bis nach Oklahoma City. Das sind weit über 100 Kilometer, wo an jeder Ecke eine Menge Attraktionen sind. Aber zu Route 66 kommen wir gleich noch. Dann haben wir natürlich hier runter den Highway Nummer 35 in Richtung Dallas. An diesem Highway haben wir etliche Indianerstämme. Und zwar genau 5, die hier in diesem Großraum etliche neue Kulturzentren haben. Und der Bundesstaat Oklahoma ist der Bundesstaat mit den meisten Hauptsitzen der Indianer oder American Natives. Und wir haben, wie gesagt, 39 Indianerstämme von den 500 anerkannten in diesem Bundesstaat. Das Chickasaw Kulturzentrum ist das neueste. Dann haben wir, wie gesagt, die Stockyards und das interessante National Cowboy Western Heritage Museum. Tulsa ist eine Stadt, die viel feiert, die viel Outdoor hat und die eine große Musikszene hat. Die neueste Attraktion wird sein das Bob Dylan Museum, der sich also hier niederlassen wird, und das wird in 2 Jahren mitten in der Innenstadt eröffnet. Wie gesagt, es gibt etliche Feste zu feiern, aber das größte Fest ist natürlich in 6 Jahren, wenn Route 66 100 Jahre alt wird. Da laufen jetzt schon die Planungen für, wie es dann aussehen soll. Wir haben natürlich auch jede Menge Wildlife. Das bekannteste Tier in Nordamerika, was man natürlich sehen möchte, ist der Büffel. Und wir haben in Kansas sowie in Oklahoma die Möglichkeit, das zu sehen. Allerdings nicht in der freien Wildbahn, wie man das in manch anderen Bundesstaaten sehen kann. Das sind dann eher Privatleute, die sich eine Herde von 150, 200 halten. Und da kann man dann hinfahren. Also ihr merkt schon, das ist nichts Kommerzielles. Das ist wirklich, es könnte sein, dass ihr mit dem Farmer ins Gespräch kommt und dann praktisch die sehen dürft. Es gibt ein Gehege, das Maxville, da kann man natürlich auch eine geführte Tour machen. Wir haben, wie gesagt, Möglichkeiten dort, das zu besuchen.
Sehr schön finde ich, wenn man nach Oklahoma City geht, dass man mal einen Abstecher zum Lake Murray macht. Wie ihr das im Video gesehen habt, Kansas hat auch unheimlich viele Seen. Und wenn ihr eine Landkarte euch anschaut von Oklahoma, dann werdet ihr noch viel mehr blaue Linien sehen. Da habt ihr dann praktisch so viele Wasserwege, ein grüner Bundesstaat, der daraus dann auch seinen Nutzen zieht. Am Lake Murray kann man dann in den Hausbooten übernachten. Allerdings da muss man schon sehr zeitig buchen. Das kann man nicht einfach ad hoc machen. Da kann man Glück haben, dass man eins frei findet, aber normal muss man das weit im Voraus buchen. Denn der Lake Murray liegt strategisch an der Route 66 und nicht weit weg von Oklahoma City, der einzigen richtigen Großstadt neben Tulsa in Oklahoma. Sonst haben wir eigentlich alles nur etwas mittelständische oder kleine Städte oder gar Dörfer. Aber Oklahoma City ist eine der schnellstwachsendsten Städte in den USA. Wir haben dort, wie gesagt, Stockyard City. Das ist praktisch die letzte Live-Viehauktion, die man sich anschauen kann. Und wir haben das National Cowboy und Western Heritage Museum. Und wir haben seit neuestem, wenn ich sage neu, ist es vielleicht jetzt der Öffentlichkeit zugänglich seit 6, 7 Jahren, ist das Boathouse District. Hier trainiert das Olympiateam der Ruderer in Oklahoma City, liegt mitten in der Stadt. Und wenn ihr gut drauf seid, könnt ihr unter Wettkampfbedingungen mit den Sportlern im Wasserkanal trainieren. Aber da ist, wie gesagt, Geschick und Ausdauer notwendig für. Wir sind dann hinter ihm hinterhergefahren mit einem Schlauchboot mit 8 Leuten drin und haben das Ganze dann aus einer sicheren Distanz beobachtet. Wie gesagt, das erwartet man nicht, dass das mitten in den USA sieht. Man vermutet das immer in, wo viel Wasser ist. Aber wie ich schon sagte, Oklahoma hat unheimlich viele Seen, unheimlich viele Flüsse und hat unheimlich viel Wasser. Das unheimlich viele Wasser, wie wirkt sich das auf das Thema Mücken aus? Das kam gerade auf die Frage. Keine Mücken. Keine Mücken. Keine Mücken. Also ich war im Hochsommer da, im Juli, August. Ich war in der Nebensaison dort. Ich habe keine Mücken erlebt. Also das kann ich, das ist, braucht man nicht. Ja, sehr schön. Hier kommen wir jetzt nach Stockyard City. Stockyard City ist, wie gesagt, die letzte Viehauktion. Müsst ihr euch so vorstellen, das ist jetzt ein Bild aus der Vergangenheit. Die Tiere werden dann praktisch mit LKWs gebracht, vorher live sich, vorher im Internet sich begutachtet. Dann begibt man sich wirklich in diese Stallungen. Da gibt es einen sogenannten Catwalk, also einen Flanierweg über diese Tiere drüber weg. Man schaut sich das alles im Detail an. Und dann kommen die in ein ganz kleines Auktionshaus rein. Und hier in der Mitte sitzt dann derjenige, der, das habt ihr vielleicht mal im Fernsehen gesehen, 412, 412, 412, 413, 413, der das dann den Preis freigibt. Und dann sitzen die Cowboys, beobachten das Ganze, ne? Und wenn ihr euch dann an eurem Hut fasst, kann es sein, dass ihr den Zuschlag für dieses Tier bekommen habt, ne? Also da ist keine Touristenattraktion, die machen das nicht, weil ihr jetzt gerade da seid, sondern die werden noch live versteigert, und dann kann man die natürlich gleich mitnehmen. Der einzige Nachteil ist halt, man muss auch das planen, um daran teilzunehmen. Das macht man nur montags und dienstags. Aber man kann einfach so vorbeikommen und sich da mal reinsetzen, Ja, oder? Ja, okay. ja. Du brauchst also keine Voranmeldung, gar nichts. Du gehst einfach rein und guckst dir das an. So ist es auch in Bricktown. Diese alten Lagerhallen sind umgebaut, wie das viele amerikanische Städte machen. Restaurants mit Bars, mit Museen, mit Attraktionen. Und das kann man dann wunderbar nutzen, entweder für sich alleine oder wie hier mit einer kleinen Gruppe. Hier würde ich jedem empfehlen, reinzugehen. Und das ist mitten in der Innenstadt in Oklahoma City, Teil auch von Route 66. Und viele, die Route 66 fahren, sind immer enttäuscht, dass sie das nicht wussten, dass das so interessant ist. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich mit vielen Museen, ich habe viele Museen gesehen, aber diese Hallen, die ihr hier seht, ne, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der Größe dieses Museums. Und wir waren mal bei einer Tour 3 Stunden drin und ich kann sagen, das ist viel zu wenig. Ihr müsst mindestens einen halben bis dreiviertel Tag einplanen, um dieses Museum euch anzuschauen. Angefangen vom Trail of Tears bis hin zum ersten Präsidenten über John Wayne. Es ist wirklich die gesamte amerikanische Geschichte
die gesamte, der gesamte Aufbau, der Bürgerkrieg, die Landung der Raumfähre und so weiter. Es ist alles dargestellt. Hier nur so ein paar Bilder von denen, was es wie gesagt beinhaltet. National Cowboy Heritage Museum. Immer empfehlen, wenn ihr die Route 66 ausarbeitet. Und die Route 66 geht ja praktisch von hier oben über fast 650 Kilometer. Das ist der Teil, den Oklahoma hat, einmal quer durch den Bundesstaat. Und ich sage immer, die Route 66 kann man interessant machen, aber es kann auch die langweiligste Straße der USA sein, wenn man es den Kunden nicht richtig erklärt. Faustformel sagt man 21 Tage. Ja, wir haben ja 8 Bundesstaaten, da komme ich gleich noch zu. Und vorher aber der Teil, der sich den Indianern widmet, das ist Michael Roberts. Den haben wir alle 2 Jahre bei uns in Deutschland, wenn wir eine Roadshow machen. Und die zeigen uns dann, wie sie auf ihren Powwows in den Wettbewerben untereinander tanzen. Das ist eingeteilt in männliche und weibliche Kategorien, dann nach Alter. Und das Ganze ist natürlich der Höhepunkt jedes Jahr, ist das Red Earth Festival in Oklahoma City. Und das ist dann ein Wochenende, an dem alle möglichen Aufführungen dargeboten wird. Es ist eine traditionelle Veranstaltung und es ist eine der wenigen Powwows, die auch wir besuchen können, ohne dass wir dort eine besondere Erlaubnis brauchen. Es gibt welche in den USA, da ist man, wie gesagt, ohne Voranmeldung kann man dort reinlaufen, wie wir das gemacht haben in der Stockyard City. Aber viele, viele ziehen sich zurück und machen ihre kleinen Powwows. Wie gesagt, wir haben hier die Damen im Wettbewerb mit ihrer traditionellen Kleidung. Wir haben die Herren und die Kinder für sich und in verschiedene Altersgruppen. Und da sind wir besonders stolz drauf, neben den Indianern, dass wir ein NBA-Team haben. Das heißt, die Oklahoma Thunder spielen schon seit 12 Jahren in der Stadt. Wir sind nicht die Besten, nicht die Schlechtesten. Wir sind so in der Mitte, springen wir mit. Aber die Hallen sind immer ausverkauft, wenn man dort ein Ticket braucht. Lange im Voraus, wie gesagt, darum kümmern. Und die Tickets, ich habe von jemandem gehört, dass die Tickets preiswerter sind, als wenn man zum Beispiel in einer anderen Großstadt sich die kauft. Das stimmt nicht. Die Tickets sind alle im ähnlichen Preisniveau. Und das muss man, wie gesagt, in Betracht ziehen. Ja, und hier haben wir sie. Die Straße der Straßen, die bekannteste Straße der USA, die bekannteste Straße der Welt. Sie geht in Chicago los, geht dann über Illinois, Missouri, wie gesagt, die 20 Kilometer durch Kansas, über 600 durch Oklahoma, New Mexico, dann Texas, New Mexico, dann Arizona und endet dann nach fast oder knapp 4000 Kilometer hier in Santa Monica in der Nähe von Los Angeles. Und als Faustformel sagt man immer, 3 Wochen, 21 Tage sollte man diese Tour einplanen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, wir kriegen gar nicht 21 Tage Urlaub. Dann empfehlen wir immer, einfach die Tour zu halbieren, einen Gabelflug zu buchen. Das heißt, ich fliege nach Chicago, fliege dann, mache den ersten Teil der Tour und ende dann praktisch in Dallas und fliege dann von Dallas wieder zurück nach Hause. Und wenn es mir gefallen hat und ich den Rest der Tour sehen möchte, aus Zeitgründen setze ich wieder ein, fange in Dallas an und fahre dann den zweiten Teil der Tour, mache vielleicht noch einen kleinen Abstecher, hier ist ja der Grand Canyon und dann, wie gesagt, komme ich nach Los Angeles und fliege von dort aus wieder zurück. Warum sage ich die langweiligste Straße der USA? Das hat folgenden Grund, man muss wissen, dass man teilweise 300, 400, 500 Kilometer fährt, ein altes Auto fotografiert, dann fährt man wieder 400 Kilometer, ein Museum sich anschaut und das zieht sich so durch die ganze Straße. Ich persönlich finde es wahnsinnig interessant, aber man macht das nicht als Einsteigerreise, wenn man in die USA reist, sondern eher als Reiseerfahrener, der dann auch die Kleinigkeiten hinter den Kulissen sehen kann. So, ich habe mal ein paar Eindrücke mitgebracht. Man kann das natürlich mit Motorrad machen. Man träumt ja davon, in Deutschland das mit 2 Rädern zu machen und meistens dann natürlich auch mit der amerikanischen Harley hier durchzufahren. Man kann es mit dem Wohnmobil machen, man kann es mit dem Auto machen. Ich habe Fahrradfahrer getroffen, die Route 66 gefahren sind. Und das ist natürlich
4000 Kilometer, dementsprechend Zeit müssen wir dafür einplanen. Das sind die kleinen Märkte an der Straße. Das ist praktisch das, was Route 66 ausmacht. Und damit ihr mal seht, wo der Westen mit dem motorisierten Osten zusammengekommen ist, hier so ein Denkmal in Tulsa und hier ist die Strecke. Das ist die alte Route 66. Die steht unter Denkmalschutz, würden wir sagen. Und hier daneben an die neue Straße, die praktisch diese alte ersetzt hat. Die war meistens nur zwei oder einspurig. Die neuen Highways sind natürlich alle viel, viel größer, ausgebauter und haben einen ganz anderen Fahrbelag als die alte Route 66. Und nein, man kann sie nicht mehr komplett fahren. Also es gibt Segmente, wo selbst die Leute vor Ort nicht mehr wissen, gehört das noch zur Route 66 oder nicht. Also man kann nicht losfahren in Chicago und sagen, ich fahre sie jetzt komplett einmal bis nach Los Angeles. Das geht nicht. Man muss teilweise ausweichen und praktisch Parallel- oder Seitenstraßen benutzen. Ja, das sind so ein paar Attraktionen an der Route 66. Wir haben natürlich dann auch so ein paar tolle Geschichten, die es gibt. Wir haben einen Reiseführer hier im Büro, den wir euch zuschicken können über Route 66. Es gibt interessante Geschichten über diese Straße. Wie gesagt, in 6 Jahren feiert sie ihren 100. Geburtstag. Das ist jetzt die neueste Attraktion in Oklahoma City. Das heißt, hier haben wir Pops, das ist ein modernes Diner, also eine Gaststätte, wo es zig verschiedene Root Beers gibt und verschiedene Burger. Reisezeit ist von April bis Oktober, das hatte ich ja schon gesagt. Das ist ein sehr wichtiger Reiseführer, den ich euch empfehlen kann. Das ist USA Texas und Mittlerer Westen. Hier finden wir ungefähr, ja, ich möchte mal sagen, 60 Seiten, die sich nur mit Reiserouten durch Kansas und Oklahoma beschäftigen. Natürlich auch noch die angrenzenden Staaten wie Nebraska, die angrenzenden Staaten wie Missouri oder Arkansas sind dort erwähnt. Also kann ich euch nur empfehlen, bei Iwanowski zu empfehlen. Solltet ihr, ja. Entschuldigung, es kommt einmal die Frage nach euren Broschüren. Ihr werdet im Nachgang natürlich auch von Klaus wieder eine E-Mail erhalten, wo seine Kontaktdaten drin sind. Das heißt, ihr könnt ihm schreiben für die Kansas-Oklahoma-Broschüren selber. Und hier der Iwanowski ist der Reiseführer, der ist eigentlich in jedem vernünftigen Buchhandel der Reiseführer führt. Da gibt's dann diesen Iwanowskis auch. Also den kann man eigentlich überall bestellen, online, irgendwann, wenn es wieder Geschäfte gibt, auch in Buchhandlungen. Das heißt, das ist jetzt kein Nischenwerk, keine völlig außergewöhnliche Buchwahl, sondern Iwanowskis ist natürlich immer, da wo es Reiseführer gibt, gibt es auch den Iwanowskis eigentlich. Genau. Also wir in unserem Büro haben einmal einen deutschsprachigen kostenlosen Reiseführer mit all den Informationen. Natürlich noch viel, viel vertiefter von dem, was ich jetzt angerissen habe in diesen 45 Minuten. Dann haben wir von Kansas den sogenannten Scenic Byways, den wir verschicken. Und dann haben wir natürlich, der hat schon sofort Sammlercharakter, unsere Route 66 Scenic Byway Broschüre und haben Kartenmaterial von beiden Bundesstaaten, was wir, wie gesagt, auf Anforderung kostenlos an Reisebüros, Reiseveranstalter, Endverbraucher schicken, damit ihr euch dann auch ja, so ein bisschen abheben könnt, könnt ihr das euren Gästen dann mitgeben. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Minuten Oklahoma an, Ja. bevor wir dann ins Fragen Genau. Bevor, also ihr beantworten könnt jetzt können. gerne schon mal, wenn ihr Fragen habt zu Kansas, zu Oklahoma, könnt ihr die jetzt schon mal im Chat stellen. In der Zwischenzeit, bis wir uns um die Fragen dann kümmern, wie gesagt, gucken wir uns jetzt das kurze Video noch an. Full of striking contrasts, historic treasures, epic landscapes, sacred traditions, and the indomitable pioneering spirit of its people, Oklahoma is an authentic wonder unlike any other. To truly appreciate the destination, you must begin
with the origin. Home of the most diverse terrain per mile in the nation, Oklahoma is 69,903 square miles of extraordinary. Majestic from corner to corner, it's easy to see why the people who call Oklahoma home believe they belong to this vibrant and richly textured land, and why tourism is Oklahoma's third largest industry. Ja, ich finde, da wird nochmal so richtig deutlich, wie vielseitig Oklahoma eigentlich ist, wie verschieden die Landschaften sind. Was mich sehr begeistert hat, ist, wie farbenfroh dieser Bundesstaat ist, wie die Natur sich verändert, ähnlich wie wir das bei uns kennen. Das erwartet man so unterschiedlich in dieser Region nicht. Und das hat mich doch wirklich fand ich wahnsinnig interessant. Ja, nee, glaube ich dir aufs Wort. So, die Fragen kommen rein. Die erste Frage war eben schon, du hast erwähnt, dass der eine Herr vom Powwow mit euch auf Roadshow geht. Für wann habt ihr denn die nächste Roadshow geplant? Gibt es da jetzt schon, ich meine klar, durch Corona kann sich natürlich jeder Plan wieder ändern, aber gibt es einen generellen Plan, wann ihr wieder auf Roadshow gehen würdet? Also in der Vergangenheit sind wir im Monat August auf Roadshow gegangen. Das heißt, wir waren letztes Jahr im süddeutschen Raum. Und die grobe Planung ist, dass wir in 2 Jahren, also nicht 21, sondern 22, den norddeutschen Raum machen. Alles klar. Oh, jetzt ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß nicht, bist du Fotograf, Klaus? Die Frage war nach der besten Reisezeit für Fotografen, ob das einen Unterschied macht. Absolut. Also der Juni ist eigentlich der perfekte Monat. Ich habe lange Tage, über 12 Stunden Sonnenlicht. Juni ist definitiv die Antwort. Okay, alles klar. Wie sieht's aus mit Einwegmieten, was Camper, was auch Mietwagen angeht? Oder sollte man lieber dann mit Inlandsflügen planen? Also generell ist es so, dass wir in Oklahoma und auch in Kansas keine Wohnmobile mieten können. Das Wohnmobil muss entweder in Chicago gemietet werden, in Dallas, in Denver. Das wären so die nächsten Stationen. Und wie in jedem anderen Bundesstaat ist es halt so, dass die Vermieter sich das natürlich bezahlen lassen mit den Einwegmieten. Und das müsste man dann individuell abstimmen, was halt interessanter für den Kunden ist. Manchmal ist eine Einwegmiete preiswerter, als wenn man 4 Flüge bucht. Andererseits, wenn ich alleine bin, ist eine Einwegmiete wahrscheinlich teurer, als wenn ich einen Flug buche. Also das müsste man je nachdem, wie das Angebot, wie man das erstellt, dann abrechnen oder ausrechnen. Ah, jetzt kommt noch eine interessante Frage. Gibt es viele Lost Places, also irgendwelche Geisterstädte, verlassene Fabriken, sowas in der Richtung in Kansas, Oklahoma oder... eher weniger? Also es gibt mehrere dieser Sachen, aber eine sehr bekannte Sache ist halt, wenn ihr das mal anklickt im Netz, das nennt sich Pioneer Woman. Das ist eine Fernsehshow aus einer ländlichen Kochshow. Da ist eine Dame aufs Land gezogen und hat von dort aus ihre Sendung präsentiert. Und seitdem das ist diese Ortschaft von, ich sage jetzt mal 500 Menschen auf inzwischen 5000 gewachsen. Jede alte Fabrik wird begutachtet, jede alte Fabrik wird aufgenommen, wird restauriert, jedes Lagerhaus wird umgebaut und unter anderem haben sie da etwas gefunden, was vor etlichen Jahren verlassen wurde, und zwar bayerische Einwanderer haben unter den Gehwegen praktisch ihre Stadt gehabt, um der Sonne auszuweichen und.
und haben dann, als sich das Ganze in das, die Industrie sich eingesetzt hat und so weiter, abgeschlossen und nie wieder geöffnet. Und jetzt erst vor 3 Jahren wurden diese Türen wieder geöffnet. Also es gibt viele dieser Plätze, ja. Okay, ja, das ist ja echt mal was ganz anderes. Cool. Ja, ja. Wir gehen einmal zurück zum Red Earth Festival. Ist zu der Zeit, wenn das Festival ist, sind Unterkünfte ein Problem? Muss man weit im Voraus buchen oder ist dann immer noch Platz? Ist das nicht so groß, das Festival? Wie würdest du das einschätzen? Also das Red Earth Festival ist das größte überhaupt in Oklahoma. Und wer in der Nähe von dem Veranstaltungsort sein möchte, also sagen wir mal im Downtown-Bereich, der sollte vorbuchen. Wer sagt, ich fahre lieber und verbinde das, der braucht nicht vorbuchen, nein. Aber es ist generell so, wir haben eine kurze Saisonzeit und es gibt verschiedene Veranstaltungen, die das natürlich limitieren, ob man jetzt als Urlauber durchfährt und einfach eine Übernachtung bucht. So ist es immer interessanter, wenn man mit dem Auto fährt, dass man die Hotels vorbucht. Mhm. Alles klar. Als Flydrive. Ja, als Flydrive, genau. Eine Frage gerade zu den State Parks und so weiter, die Wanderrouten, sind die in der Regel gut ausgeschildert? Muss man sich vorher gut damit auseinandersetzen oder kann man das auch dann spontan vor Ort im Visitor Center sich angucken? Wie sind da deine Erfahrungen? Man muss das nicht weit ins Detail vorbuchen. Das kann man vor Ort in den Besucherzentren sich einholen, die Informationen. Was interessant ist, ist halt, es gibt für Kansas eine Straßenkarte für Fahrradfahrer. Und das haben wir gesehen, das ist immer mehr im Kommen, dass sich die Leute ein Wohnmobil mieten und mit dem Wohnmobil dann hinten 2 Fahrräder drauf hängen lassen. Und dann heißt es natürlich, wo kann ich langfahren? Und wer schon mal in den USA war, der weiß, nicht überall sind Fahrräder erste Wahl. Und da gibt es, wie gesagt, inzwischen eine Karte, wo nur Radwege eingezeichnet sind. Und das kann man dann vor Ort sich holen oder, wie gesagt, bei uns anfordern. Mhm. Alles klar. Ach ja, auch eine gute Idee. Das ist nicht schlecht. Eine Frage zu den Indianerreservaten. Gibt es da Übernachtungsmöglichkeiten irgendwo, dass man also authentisch in den Reservaten irgendwo übernachten kann? Also es gibt weder in Kansas noch in Oklahoma Reservate. Ah, es gibt Gebiete, die den Indianern gehören. Mhm. Aber das ist nicht so, wie man das zum Beispiel von Arizona kennt oder anderen Bundesstaaten. Aber ja, man kann natürlich, wenn man in der Region ist, in der Nähe von, sagen wir mal, den Hauptquartieren übernachten und dann mit den Leuten in Kontakt kommen. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Die Sache ist halt, man muss der englischen Sprache mächtig sein. Die Indianer haben unterschiedliche Sprachen, die anerkannt sind, aber die meisten sprechen halt nur Englisch. Ne? Und da muss man dann, wie gesagt, auch ein bisschen recherchieren oder bei uns nachfragen. Wir haben einen extra Reiseführer, der sich nur mit den Indianern beschäftigt. Der ist also rein ausgelegt für die Indianerstämme, die es in Nordamerika gibt und ganz speziell natürlich in Oklahoma, weil das natürlich zurückzuführen ist auf die Geschichte und die Vertreibung der Indianer, die Ansiedlung und so weiter und so fort. Alles klar. Das Thema Shoppen in Kansas, Oklahoma, gibt es da irgendwo was du rausstellen würdest? Wie hoch ist die Mehrwertsteuer oder die Tax auf Kleidung? Gibt es da irgendwas Besonderes, was man beachten muss? Also die größte Shopping Mall, die es in Kansas gibt, ist Legends. Legends, das ist in der Nähe vom Flughafen natürlich. Und die Mehrwertsteuer liegt bei 9%. Aber generell, wer in den USA schon war, der weiß, es gibt verschiedene Produkte, die sind wirklich wesentlich interessanter vom Preis her, als es das bei uns ist. Das muss nicht zwingend die Jeans sein, das können auch andere Sachen von der Bekleidung sein. Aber jetzt ganz speziell was rauszuheben, ist natürlich, das wäre viel zu viel. Was interessant ist, ist halt, wenn man mal so ein Original Stetson haben will, da gibt es Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben. Aber jetzt so einzelne Geschäfte herauszurufen, das ist mir jetzt nicht bekannt. Ja, alles klar. Dann haben wir einmal zu Oklahoma das Thema Wassersport. Sind die Startplätze, wo man gut was machen kann, sind die gut zu finden? Ist der Geräteverleih leicht zu organisieren? Müsste man das im Voraus gut planen? Also gibt es da irgendwo
Zentren, wo du sagst, von da kann man super Kajaks, Boote mieten oder muss man das alles im Voraus planen? Nein, das braucht man nicht im Voraus buchen. Das sollte man je nach Wetterlage vor Ort sich entscheiden. Und da gibt es auch bei den Besucherzentren, bei den kleinen Institutionen Kartenmaterial oder wenn man sich eine Angelerlaubnis holen will für ein paar Tage, das kann man alles vor Ort machen. Das braucht man nicht vorbuchen. Ja, Und perfekt. zu finden ist es eigentlich alles leicht. Wenn man, wie gesagt, der englischen Sprache ein bisschen mächtig ist. Also wir haben leider keine deutschsprachigen, obwohl Kansas 1% Einwanderer aus Deutschland hatte und immer noch 1% dort Plattdeutsch sprechen, haben wir leider keinen, der also, sagen wir mal, eine andere Sprache außer vielleicht Spanisch weiterhelfen kann. Alles klar. Dann, ja, wir würden auch gerne wieder auf mit Workshops und Roadshows auf Roadshows mit euch unterwegs sein. Wir wissen im Moment nicht so richtig, wann das sein wird. Also unsere Bowling-Workshops Anfang Mai, die werden sehr wahrscheinlich ausfallen. Da, falls sich da jemand von euch angemeldet hat, da kriegt ihr jetzt demnächst eine Info von mir. Wir werden aber dann Anfang Mai, werden wir was anderes machen. Wir werden eine virtuelle Roadshow machen, haben wir uns jetzt überlegt. Das wird im Prinzip 3 Tage hintereinander, viele Webinare, wo man sich dann raussuchen kann, was interessiert mich, wo möchte ich dabei sein. Da werdet ihr in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch eine Info von mir kriegen, wie das alles so abläuft. Das planen wir gerade. Ansonsten eine richtige Roadshow. Wir haben für September unsere Kino-Roadshow geplant. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass man im September dann wieder auf eine Roadshow gehen kann, dass bis dahin alles wieder normal ist und wir uns dann spätestens im September im Kino wiedersehen können. Ja, da freuen wir uns alle drauf, denn diese Workshops sind wirklich eine tolle, informative Veranstaltung. Ja. Und wir haben viele, viele schöne gemacht und hoffen natürlich, dass wir auch viele, viele weitermachen können. Ja, definitiv. Das können wir so stehen lassen. Ja, live ist ja doch immer noch was anderes. Ich meine, klar, im Webinar hat man viel mehr Zeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Aber irgendwie eine Roadshow live mit den Leuten in Kontakt zu kommen, ist ja doch immer noch irgendwie was anderes. Ja. So, dann haben wir sehr viel, vielen Dank an dich für das gute Webinar. Also natürlich auch von meiner Seite. Sehr viele, sehr interessante Sachen gehört. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine Region, die sehr, sehr stark unterschätzt wird. Es ist sehr abwechslungsreich, sehr interessant. Wie du sagtest, es ist natürlich nicht was für den, der das erste Mal in die USA fährt. Der muss erstmal was anderes sehen. Aber für die Leute, die viel gesehen haben, die mal was Neues entdecken möchten, absolut interessant. Es ist überhaupt nicht so, wie sich viele das vorstellen, dass es nur Steppe ist und sonst nichts, sondern nee, eine absolut interessante, spannende Region. Vielen Dank für deine Einblicke. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns alle demnächst auf den, ich kriege hier viele Fragen, wann wir wiederkommen, ob nach Salzburg oder in Richtung Hamburg und wo auch immer hin. Wir werden die Roadshows, wenn es geht, bald wieder Ja, machen. so bald wie möglich, genau. Vielen Dank. Das nächste Webinar, das sollte ich noch erwähnen, nächste Woche Donnerstag, das wird dann Colorado. Wir haben ja eben schon was zu Denver gehört. Also Colorado als Beginn der Reise und dann rüber nach Kansas und Oklahoma. Also was dann den Colorado-Teil ausmacht der Reise, das hören wir dann nächste Woche von Marcel Sprenger. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Sehr zahlreich. Wird auch ein sehr spannendes, sehr schönes Webinar. Ansonsten genießt die Sonne, genießt euer Homeoffice und wir hören uns dann so bald wie möglich wieder. Vielen Dank auch, Klaus. Danke euch, tschüss. Ja, tschüss.